Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich mache euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Plesioff erledigt, was ein verdammt nerviger Kampf war, nur so nebenbei. Und jetzt machen wir, was auch immer jetzt alles kommt. Ja, sagen wir mal Bescheid. Hey Jäger, Glückwunsch zur erfolgreichen Plesioff-Jagd. Habe ich Plesiat oder Plesioff gesagt? Egal. Offenbar kann man einen Plesioff mit einem Frosch ködern. Das hast du doch probiert, oder? Warum ich das nicht früher gesagt habe? Welchen Teil von liebt Frosch hast du nicht verstanden? Spar dir das Gemecker für später. Die Gillebrechter zerrt euch das gesamte Ökosystem bedroht. Willst du mich? Neue Untaten laufen Amok. Es kommen immer neue Sichtungen herein. Diese Monster erledigen sich nicht von selbst. Das ist unser Job. Also mal sehen. Such dir eine Quest aus. Irgendeine. Okay, ich wollte schon sagen, muss ich direkt gegen den Zerrdeus kämpfen? Gönnt mich doch mal. Oh, zwei Wolbidons. Oh, Gobol. Oh, ja, der Barov, okay. Welchen von diesen lebensgefährlichen Viechern machen wir denn? Ach, Gigelox. Machen wir ihn als erstes. Ach, direkt die beiden neuen, leckt mich. Dann würde ich schon fast sagen, wir machen den Jadebarov in der Tundra. Okay. Aber wir haben auch das hier noch, da können wir auch noch machen. Ja, Dörfler bitten. Wir haben ja das hier. Wir brauchen Drachenschiffe für das Jen Moran Festival. Hol Rohstoff und prüfe dann die 7-Sterne-Quest. Okay. Warum denn nicht? Man kann natürlich noch warten. So, gibt es ja neue Dingensbücher. Ja, Brachydaios. Okay. Steht da was über dem Barov? Da Goldbatz hier, da ist. Noch so ein Viech soll mal kämpfen, ganz ehrlich. Ja, der Barov. Sie bedecken sich mit Schnee und Eis anstatt Schlamm und steuern diese auf Bedrohung. Sie schlägt ihre Großkrone ins Eis und ernährt sich vom Barbara. Okay. Das Viech stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer vor. Weil ich bin ja die ganze Zeit am Kämpfen gegen so ein Viech. Was habt ihr? Ja. Oder warte mal hier. Nein. Oder hier. Weiß nicht gut. Okay, dann. Wasserträger. Weil, warum nicht? Ist das gleiche wie Eis, ne? Das wird schon klappen. Vor allem, ich habe eine Wasser. Waffe noch, dann kann ja gar nichts schief gehen. So, Heißgetränke habe ich auch, okay. Dann machen wir den Jadebau fertig. Schneeballschlacht. Was? Dann müssen wir gegen Giginox nochmal kämpfen. Ey, leck mich. Ich hab Bock gegen das Viech. Vor allem, ich habe nur eine einzige Rüstung, die jetzt gegen Gift immun ist. Und das ist noch eine ganz alte. Was soll ich denn bitte schon dagegen machen? Na gut. Vor allem der Gigilox ist jetzt auch nicht so ein einfacher Gegner von den Angriffen her. Also ja, da wird ein Spaß. Dann kann ich ja noch mal gucken, was ich hier machen muss. Weil nicht hier so ein Drachen muss ich auch noch erlegen. Hey, das klingt überhaupt nicht überzeugend. Ah, ting, ting. Was? Ja, wir haben ja. Was habe ich heute alles gekämpft? In dieser Aufnahmesession gegen Coropeko, den Rathian, den Plesiov und jetzt gegen den Barov. So, und ja, ich hole erstmal meine Karte. Jetzt hat keine andere Bedrohung noch drin, das heißt, das wird jetzt nicht so schwer. Oft stelle ich mir echt nicht schwer vor. Außer der hat jetzt so einen harten Panzer, dass ich mit meinen grünen Waffen nichts ausrichten kann. Ich warte, bis der erste Gegner kommt, wo meine grünen Waffen nichts mehr bringen. Weil das wird richtig doof. Konnte ich eigentlich schon gegen eine Stärke, oh, Vorgeh-Version kämpfen?
Und dann müsste ich mir erstmal eine neue Brogi-Rüstung zusammenbauen. Und gegen den neuen Gigidox eine Chance zu haben. Und der sieht richtig geil aus. Okay, ich kann aber ausrichten. Also wahrscheinlich gegen den Kopf. Da kann ich gegen den normalen Barock auch nichts ausrichten. Ja, ein bisschen zu spät, ich wurde schon getroffen, danke. Ey, bei den Angriff lasse ich mich sonst nie treffen, ne, aber jetzt ausgerechnet. Der Vorführeffekt, ne? Aber mit den neuen Quests bin ich auf jeden Fall noch beschäftigt für eine Weile. Zwei Volvidons und all sowas. Geil. Oh, okay. Zum Glück stand ich direkt dazwischen. Oh Mann. War gegen den Giginox, gegen den neuen? Der wahrscheinlich auch gibt. Ich nehme jetzt einfach mal sehr stark an, da der auch Gift benutzt. Werde ich riesige Probleme haben. Ohne eine Rüstung. Ich kann nicht mit der normalen Brogi-Rüstung jetzt zu dem hingehen. Der macht mich fertig. So wenig Abwehr wie ich habe. Geht ja jetzt schon massiv Schaden und das ist die beste Rüstung, die ich zurzeit habe. Ohne Scheiß. Das ist nur eine Jagerüstung. Weil man ein bisschen eine Barock-Rüstung fertig hat. Eine Barock-Plus-Rüstung, sag ich mal. Was ich mich da nennen soll. Wir sind doch eigentlich, ne? Große Vivan-Tränen. Meine Waffe scheint auf jeden Fall noch aktuell zu sein. Vom Schaden her. Oh Mann. Was zum... Was hat der gemacht? Ist er mir hingegangen, ist er weiter nach da gerannt? Gefrorener Klecks? Aua. Von Sachen getroffen zu werden, und die eigentlich nicht geplant hatten. Danke. Oh, sehr gut. Weil er schubst mich weg. War getroffen? Ich glaube nicht. Ja, er fliegt schon wieder um, geil. Nein, nicht nach vorne, Mann. Wir müssen konzentrieren, dann geht der Kampf noch ein bisschen schneller, ne? Oh Mann. Was, jetzt schon? Waren 5 Minuten, glaube ich. Ja, kann sein. So, da habe ich genug davon. Auf 25 Minuten kann ich hier kämpfen. Er ist noch 20 natürlich. Nein. Wie er sich in meinem letzten Moment auch in meine Richtung ein bisschen dreht. Jetzt treffe ich den Schwanz nicht mehr. Bist du weg? Nein. Den Farbball brauche ich eigentlich nicht mehr. Obwohl doch, der kann sich wahrscheinlich auch in den Boden eingraben. Da sollte ich mal aufpassen. Ich hoffe, der hätte sich auch eine eigene Rüstung. Er ist ja gerade dabei, mir eine Barock-Rüstung zu machen, und dann kommt der hier um die Ecke. Wieder, ja, der Barock. Entschuldigung. Er ist aber so typisch, ne? Boah, oh, da ist noch reichlich Platz, glaube ich. Das ist
ist, wenn die Gegner immer am Kartenende irgendwo kämpfen wollen. Ja, schon sehr oft gesagt, ne? Warum halten sie sich da? So, okay. Lass er mich mal kurz essen. Okay. War ein Gestellter, keine Sorge. Sonst würde ich mich entschuldigen. Ich bin doch sehr zivilisiert, das wisst ihr doch. Also überhaupt die exakte Definition von Unterart. Wird irgendwie, weiß nicht, ein Vorfahre, sag ich mal. Oder ist halt irgendwie, das ist eine weiterentwickelte Form. Oder wow. Weil der Unterart stelle ich mir irgendwie so vom Namen her schwächer vor. Da kann auch sein, dass ich den Begriff jetzt nicht so erkenne. Kann ich alles wissen? Ich weiß, was sehr viel ist, aber nicht alles. Weiter wieder. Ja. Ah. Irgendwann wird so im Shop Ohrstöpsel oder so zu kaufen sein. Und dann werde ich mich so freuen. Aua. Shacha Kayamba hilft mir einer. Danke. Ja, oder Barof, okay. Das ist sehr freundlich von dir. Die liegen da einfach umgerannt. Ich glaube, wenn ich ihn gleich aus den Augen verliere, also wenn der gleich das Gebiet wechselt, gehe ich noch mal kurz zum Lager und hole mir die ganzen Vorräte. Ist eine gute Idee, ja, ne? Oh, der hat Kind weg. Vom Aknaktor und was weiß ich hier, letzten Viecher so vom Zerdeus, die muss ich auch noch ein bisschen erledigen, deren Rüstung zu bekommen. Wir sind doch voll schwach jetzt. Hat er bis jetzt auch nur einmal bekämpft, als wir aufgenommen haben. Wir haben schon auch Sachen, die ich gebrauchen könnte für Waffen und was weiß ich. Jedes Mal schon den Eimer um. Mache ich dann von der anderen Seite, kommt, fällt er wieder um. Ah, verdammt, ich dachte, der wird schon wieder umfallen. Oh, ey, der Fahr. Versucht mich hier zu verömmeln. Oh Mann. Nein, ich wollte angreifen. Ah. Ich habe da hinten mal Glitzerndes gesehen. Kann natürlich auch das Eis sein hier. Jetzt war ich Schnee. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ne? Oh, geil. Aber das ist auch schon zum zweiten Mal jetzt passiert. Während der Angriff kommt, komme ich mit meinem Angriff und halte den damit auf. Und dann geht das Ding da oben weg. Das Eis oder Schlamm beim normalen Bauch. Und ich bin gleich tot. Wo ist er? Da. Weit weg. Weg. Ah, du. Ja, machen wir mal eine Pause, ne? Oh, Mann. Hast du ab? Ja, okay. Ist das sehr weit weg? Dann gehe ich noch mal ganz kurz und hole meine Vorräte. Nein, nicht da lang. Ach, verdammt. Ah, die neue Tundra. Damit gibt es bestimmt auch neue Sachen hier zu looten. Ja, so schnell kann er sich ja nicht hochhalten, ne?
Ja, schlafen gehen? Nee. Geht schon. So, her damit. Kein Bock, meine ganze. Wir sind gar nicht da, Mann. Ja, ich wäre schon längst da. Bolleck mich. Ich hasse euch. Also nach 10 Minuten kommen die jetzt, oder wie? So, oh mein Gott, ey. Ja, habe ich meine Heißgetränke schon wieder neu bekommen. Sehr gut. So. Warte, jetzt ist er dran. Jetzt schnapp ich mir den. Jetzt schnapp ich mir den. Den schnapp ich mir. Sagt ab meiner Bahn. Ist immer so ein Highlight, wenn sich dann irgendjemand umdreht. So, was? Wer schnappt sich mich? Ah, schön. Einer hat sich mal umgedreht. Hi, na? Hast mich vermisst? Geil. Ja, jetzt komme ich hier und er ist mit einem Schlag tot, ne? Das wäre es ja. Und los, kein Bock mehr? Okay. Ludrov. Barov jetzt müde, Barov jetzt schlafen gehen. Hahaha, sehr gut. Wie ich das bestimmt so anfühlt hier. Er steht so auf, guckt so nach oben, so, der lootet meinen Schwanz. Da ist mein Schwanz. So sah irgendwie geil aus. Alter. Auf die Schubkarre. Ja, voll melodramatisch ist das Viech gestorben hier. Stellt euch mal nicht so an. Bin auch nicht am Rum, ja, Mann. Komischerweise, ich bin ja schon überrascht, dass der Jäger hier, also den Kretter in die Steuer, ich habe irgendeine unnötige Pose macht, wenn ich verrecke. Weißt du, verrecken geht hier schnell, ne? Hauptsache Essen und all sowas, ne? Danach jetzt mal irgendwie so eine blöde Pose. Aber verrecken tue ich ganz locker, so ganz schnell, als wäre nichts. Warum willst du das Ding schon wieder auf mich? Warum habe ich ihn jetzt schon wieder getan? Was hasse euch? Du warst das. Oh nein. Oh ja. Ich hab schon gedacht, da ist ein Angriff kommt, der mich trifft. Ma! Hier geblieben. Geh weg mit dem Kackteil. Deswegen soll ich mich nicht von den Viechern ablenken lassen, ganz ehrlich. Alter, was geht denn da jetzt so ab? Kann mal abgeben. Ah, ich bin frei. Huah. Hätten sie wirklich irgendwie weglassen können, ganz ehrlich. Das zählt jetzt hier nicht so. Oh geil. Also wenn ich jetzt dieser Jäger wäre, dann wird das jetzt nicht hier so von Professionalität her. Also ist nicht, weiß ich, professionelle, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das, Jagdstrategie nennt. Stell ich mal vor, ihr geht irgendwo jagen, so mit einer Flinte oder so. Also echt jetzt hier meine ich. Oh, Dunkelblutstein ist wahrscheinlich ein Kontoobjekt, ne? Ja. Wenn ich was Neues Geiles finde, ist ein Kontoobjekt, Mann. Stell euch mal vor, ihr geht irgendwie, ihr seid Jäger, so ein echter Jäger, und geht irgendwie so ein Reh erschießen. Und es kommt direkt auf euch zu, ihr schießt einmal und macht so eine Siegespose. So. Oder ein Bären oder was weiß ich, falls euch das irgendwie nicht so, aua, nicht so dunkel rüberkommt. Okay, du hast mich nicht getroffen, gut.
Das stimmt, als in JoJo's Bizarre Adventure hier. Man damit so oft gepostet und geprotzt und was weiß ich. Und ich treffe dich jetzt nicht mehr, was soll das? Oh Gott. Oh ja, hab ich mir gedacht. Schlitz. Schleif. Schrupp. Ja. Ah! Wenn man aber das Spiel so irgendwie träge ausgerichtet ist, wenn man überall eine Pose machen muss, dann muss man echt immer so richtig abschätzen, weiß ich nicht, wo man sich heilen kann, wann man sich heilen kann, wann man sicher ist, dass man nicht getroffen wird oder was weiß ich. Steht da. Trotzdem ist das doof. Sollen die halt wenigstens irgendwie so machen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, so einen Trank nehme. Da auch irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar Schlucke nehme oder irgendwie so was. So Schluck, 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 Schluck. Nee, was macht er? Er isst das Ding, denkt erstmal so, schmeckt das? Ja, das schmeckt. Mein ernsthaft. Schmeckt das? Hm? Ich muss mich freuen. Jetzt sind 10 Meter große Monster hinter mir her und wollen mich töten, aber egal, ich muss mich erstmal hier freuen. Ist der Monster-Antrag hier auch noch so? Warum kommt das nicht für die Wii U raus? Hätte ich auch gerne gespielt. Irgendwie so Bock auf Monster Hunter und den dritten Teil hatte ich sowieso noch nicht durch. Ich bin doch, ja, machst du den. Ich weiß leider nicht, wie man auf einen 3DS. Okay, ich wüsste wahrscheinlich, wie man das macht, aber ich habe nicht das Equipment. Ich weiß nicht, was man für ein Equipment braucht, wie teuer das ist und wo ich das herkriege und überhaupt. Deswegen, ja, muss das erstmal reichen. Weil es andere schon, die irgendwie Monster Hunter 4 oder so haben möchten. Ich denke, boah, spiel doch nicht das Spiel, das ist auch schon uralt. Dementsprechend ist es schlecht. Also so die Casual Gamer Logik. Aber die Zuschauer, die sind natürlich nicht so drauf, ne? Sind alles nur nicht casual. So. Der Kampf geht ja schon ganz schön lange, merke ich gerade. Ja, rennt mal vor, okay. Na und jetzt? So, Chacha, du läufst dahin. Du gehst bestimmt in den nächsten Bildschirm hin. Nein, du bleibst stehen. Warum rennt ihr dann dahin? Boah, ihr seid so. Soll ich mal langsam mich auf den Kampf konzentrieren, ey. Bin die ganze Zeit nur am, weiß ich nicht. Am Renten, sag ich mal. Statt hier irgendwie den Kampf weiterzutreiben. Will ich im Schnee wälzen? Okay, hier. Ja. So, und jetzt der über mega super krasse Awesome-Schlag. Bams. Er tut, glaube ich, auch verdammt viel abziehen. Deswegen sollte ich ihn ein bisschen öfter machen. Oh, jetzt humpelt er. Gut. Natürlich brauche ich nur zwei, drei Schläge, damit er humpelt. Und jetzt humpelt er. So, warten wir. Okay, warten wir doch nicht. Was zum Teufel? Das, ich glaube, ich weiß, was der vorhatte. Er wollte genau wie der normale Barauf hier irgendwie so einen Stein kaputt machen und dann da irgendwie so essen. Macht der normale Barauf auch in der Wüste. Ich habe ihn einfach umgeschmissen. So, ne. Du hast mich beim Essen gestört. Jetzt muss ich verhungern. Was zum Teufel? Wat? Warum bindet er denn jetzt da?
Teufel? Das ist ein neues Gebiet? Ey, lass mich mal hier gucken. Du hast ein neues Gebiet geöffnet. Geil. Was haben wir denn hier? Egal. Cool. Ich hoffe, er ist auch die ganze Zeit jetzt hier. Also hier offen, meine ich. Sag mal, geil. Oh, hier gibt's Gigis. Leck mich. Hier muss ich bestimmt gegen den... Jetzt gehst du dahin, ehrlich? Och Mann, ey. Wir sind nur veräppelt von den ganzen Viechern. Oh, verdammt. Lass mich raten, wenn ich hier runterspringe, komme ich irgendwie zu 7 oder so, ne? Das ist hier viel Blut an den Wänden. Noch eine sehr, ja, super. Dann brauche ich ja nicht mal annähernd das Ding. Also wie viele von den Dingern ich hier bekomme. Sehr gut. Und hep und hep und hep und verdammt. Hep habe ich gesagt. Mann. Was ist denn das Pinke da? Ist das Erz? Pinkes Erz? Soll mal ein paar Sachen aus meinem Gepäck hier loswerden. Out! Sind wir so gleich hinüber, der Typ, ne? Bestimmt voll das geile Erz, was ich hier kriege. Oh, danke. Gleich voll geil. Oh, schon wieder angefallen. Oder auch nicht. Verdammt. Stand schon bereit, Mann. Hoffentlich bleibt das Gebiet auch so. Wann auch immer ich hingehe. Oh Mann. Yes. Yes. Vielleicht muss mal ein paar Nullbären hier futtern. Weil ich brauche Platz in meinem Inventar. Schade, Barov, Rückgrat. Ah, okay. So, wer ist jetzt nichts Gutes, das Erz hier. Erdkristall, Mann. So ein Spitzjuwel. Da gibt's so voll geile Sachen. Blutsteine brauche ich nicht. So Geld. Gabalit-Erz, weiß ich nicht. Nimm den Reiniger hier weg. Ah, verdammt. Sektenöl brauche ich nicht. Ja, egal. Oh, posen! Jetzt darfst du posen, Mann. Jetzt ist ja kein verdammt riesiges Monster, das versucht uns zu töten. Gut. Was zum Teufel? Das war traurig wenig. Das ist auch ein Zeichen. Eben längste war irgendwie so ein komisches blaues Zeichen. Okay, nichts Neues, okay. Chakaboom, was? Okay. Erlege einen Gen Moran oder wehre ihn ab. Oh Gott. Okay, in der Wüste ist er aber also kein verdammtes Kämpfen im Dingens. Ihr wisst schon. Im Wasser. So, da ist Unheils Giginox.
Hier gibt ein Donnerelement Monster um interessiert mit Sicherheit. Wenn nicht, ich bricht ab. Bitte sagt mir, das Viech kann nicht vergiften. Na gut, vielleicht versuchen wir das Viech in der nächsten Folge, okay? Na gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.